Sie werden nie mehr das Problem des Geldmangels kennen. Sie können über Ihren Wegbegleiter zu jeder Zeit die Kreditgeldmenge, und das ist Warenkreditgeldmenge, bekommen, die Sie für Ihre Entwicklung, für Ihre Selbstverwirklichung brauchen, für Ihre Ausbildung, für die Entwicklung Ihrer Firma. Sie werden nicht mehr Lohnsklave sein, Sie sind Unternehmer in Euroweg. Ja? Und diese neue Zukunftsperspektive, die beginnt jetzt 2020. Und damit werdet ihr endlich souverän. Ihr werdet die souveränen eigenen Geldschöpfer. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Heute ist der 24. September 2020. Ich freue mich, heute ein spezielles Video präsentieren zu können unter unserer TV-Serie Systemwechsel TV. Ich möchte mal ganz speziell, weil es überall im Gespräch ist, es kommt ein neues Finanzsystem. Ja? Welches soll denn kommen? Quantenfinanzsystem wird erwähnt oder Trump oder Putin bringt ein neues System. Vor ein paar Tagen lese ich, es kommt sogar Papiergeld mit Goldstreifen als neues Finanzsystem. Ich bin jetzt seit über 49 Jahren mit diesem Thema bewandert, habe als Unternehmer immer studiert. Mein Name ist Hans-Jürgen Klausner. Und bin in der Schweiz als Unternehmersohn aufgewachsen und habe mich natürlich immer mit dem Thema auch Marktsättigung beschäftigen müssen, weil wir wussten, dass irgendwann in der Unternehmerschicht ein Niveau erreicht wird, wo man auch mit Diversifizieren oder Exportieren keine großen neuen Kunden mehr akquirieren kann. Das andere ist das Bankensystem, womit dieses Video sich jetzt speziell beschäftigt. Ich werde also hier auf das Thema, nicht auf das Thema Zins. Der Zins ist natürlich das Businessmodell der Banken, das werde ich nicht mehr kurz erläutern, sondern ich werde einfach sagen, seit die Banken mit dem Zins auf Null gehen mussten, und das war eine logische Konsequenz dieser Marktsättigung, des Gewinnverfalls, weil in gesättigten Märkten tendieren die Gewinne nach Null, und das ist dann irgendwann mal die logische Konsequenz, und die ist 2014 angebrochen. 3 Jahre später waren wir praktisch jetzt schon beim Nullzins und jetzt sind die Banken seit 4 Jahren auf der Nullzinsebene ohne Einkommen. Das muss man sehen. Das Einkommen der Banken waren die Zinsen, die sie nur von Schuldnern bekommen. Also wenn sie das Sparbuch auf der Bank haben, dann verdient die Bank an ihnen gar nichts. Die Sparer sind für die Bank zwar früher die Geldquelle gewesen, aber seit sie alle vernetzt sind über Internetkonten, kann die Bank aus dem Nichts Geld generieren. Das haben sie jahrelang sehr erfolgreich gemacht. Die Nationalbanken waren glücklich, dass die Großbanken und auch die Volksbanken, die Raiffeisenbanken, dass die sich um diese Geldversorgung des Volkes gekümmert haben. Aber irgendwann haben die auch gemerkt, dass eigentlich an der Börse ist man schneller beim Geldverdienen reich geworden als mit den Krediten an das einfache Volk. Es ist nämlich von all den Milliarden, die auch die EZB zurzeit in die Märkte pumpt, sind kaum 1-2 Milliarden im Volk angekommen. Das heißt, wir haben heute auch ein gigantisches Geldmangelproblem. Das heißt, nach meinen Berechnungen müssten wir eigentlich doppelt so viele Schulden haben, weil Schulden heißt immer Geld. Und je mehr Schulden ein Land macht, darum ist auch die Schweiz so reich, weil wir haben extrem viele Schulden, wir haben 1.000 Milliarden Schulden gemacht. Aber wir hätten 2.000 machen sollen, damit das System stabil bleibt. Was wir heute haben durch das mangelnde Geld, wir hätten eben 1.000 Euro mehr Schulden machen müssen, bei uns sind es natürlich Franken, damit wir auch nur die Zinsen zahlen können. Gut, die Banken haben es eingesehen und ich habe auch schon einigen Banken diese These von mir erklärt. Warum habt ihr, liebe Banken, nicht rechtzeitig mal umgestellt vom Zinssystem? Weil das wusste man, es steht schon in der Bibel, wenn Moses den Himmel erreicht, das ist das Zinssystem, dann stirbt Moses und dann sterben die Banken. Und sie haben jetzt mit vielen Tricks auch schon angefangen, auf Buchungsgebühren umzustellen, ohne dass sie irgendeinen Sinn dahinter als Business oder als Dienstleistung erklären konnten. Wir möchten den Banken, weil wir jetzt schon über 20 Jahre auch eine Software entwickelt haben, die
eigentlich das zukünftige E-Banking-System sein kann. Und wenn die Banken dieses Video mal diskutieren und anschauen, dann werden sie dahinter kommen, dass ich gar nicht so daneben liege. Ich habe mal einem Banker erzählt, schön, dass Sie vergessen haben, in jedem Konto einen E-Shop zu integrieren, weil Sie haben ja immer nur Geldkonten als Ihr Geschäftsmodell angeschaut. Aber hätten Sie einen E-Shop integriert, dann könnten Sie jetzt das, was hier auch auf diesem Einleitungsbild steht, die Transformation des Bankensystems mit dieser Euroweg-Software nach der Humanwirtschaftslehre, das sind drei Bücher, hier ist das erste von mir, die ich geschrieben habe in den letzten 15 Jahren, aus einem Wissen, das ich über 30, 40 Jahre angesammelt habe. Hätten Sie dieses Euroweg-Software-Programm, das wir natürlich schon seit 2005 betreiben, dann könnten Sie Folgendes machen. Sie sehen hier, wir haben vier Bausteine jetzt in dieses E-Banking eingebaut. Nämlich erstens, dass das Ende des Geldmangels durch Euroweg Verrechnungskonten möglich ist. Das heißt, wir haben den großen Geldmangel, den wir beseitigen müssen. Nicht nur in den zivilisierten, also nicht nur in den unterentwickelten Ländern, da leben die Leute ja von 1, 2 Dollar am Tag. Und zwar sind das über 4, 5 Milliarden Menschen, die, also mehr als die Hälfte der Menschheit lebt mit 2 Dollar. Wir haben in diese Software integriert, nebst dem Zwei-Konten-System, das erkläre ich gleich nachher, eine Philosophie für gesättigte Märkte. In gesättigten Märkten tendieren die Gewinne nach Null. Und wenn wir die Gewinne wie im Kommunismus auf Null reduzieren, weil das Kapitalismus pur ist natürlich, Gewinne sind schädlich, sagen die Kommunisten, darum sind sie eigentlich mangels Gewinn zusammengebrochen, konnten noch in den Kapitalismus brechen, aber der Kapitalismus kann nirgends hin zusammenbrechen, darum macht er Konkursverschleppung ohne Ende und er weiß nicht, wohin die Reise gehen soll. Und dass man jetzt im Jahre 2020, auch mit Corona, auch mit den Lockdowns, träumt davon oder die Elite träumt davon, die uns den Covid-19-Fake noch aufgebürdet haben, dass sie jetzt die Marktsättigung beseitigen können ohne Krieg. Das ist natürlich eine Variante, kann man so spielen. Man macht einen künstlichen Virus und sagt, jetzt müsst ihr alle eure Firmen schließen wegen Seuchengefahr. Aber dass man danach einen Reset machen kann, so im Januar am WEF zum Beispiel, ich glaube nicht, dass das WEF noch stattfinden wird. Und dieser Reset, was wäre dieser Reset? Der Reset wäre vom alten Geldsystem, von den Materialisten, von der Weltelite, ein Reset nur mit irgendwelchen Schuldenschnitten und wieder irgendwelche Neubeginn oder eine Inflationierung der Schulden. Und nachher beginnen Sie, wie Sie das schon 20 Mal gemacht haben, die letzten 2000 Jahre, beginnen Sie mit dem gleichen materiellen Geldsystem wieder von neuem. Das kann es ja nicht sein. Also ich glaube, wir sind heute dank Internet und Aufklärung, und übrigens Geld ist eine Erfindung für Analphabeten gewesen als Tauschmittel, das können wir uns jetzt sparen, die Menschen können lesen und schreiben und haben auch durch Internet ein alternatives Wissen, man kann sie nicht mehr alle hinters Licht führen und schon gar nicht die ganze Zeit. Also, die Konten, die wir hier jetzt anbieten, sind unterlegt mit einer Philosophie für gesättigte Märkte. Dann, wenn man weiß, dass der Staat ja bestimmt, was ist Landeswährung, es steht ja im Gesetz, Steuern sind in Landeswährung zu bezahlen. Das ist die größte eingebaute Blockade für all diese tausenden Kryptowährungen und Alternativen, die sich dem Staat schon mal angeboten haben, sie wären eine Alternative. Aber sie sind keine Alternative, wenn sie kein politisches Konzept haben. Ja? Wir haben in der Humanbewegung in Buch 3, wie übernimmt man einen Staat, heißt das übrigens, wir haben ein politisches Konzept und es gibt kluge Leute, Juristen, sogar Notenbankjuristen, die mir die Schlüsselwörter gegeben haben. Also einer der Schlüsselsätze zum Beispiel war, habe ich 2001 an einem Vortrag in Wien gehört, die Partei, die sämtliche 43 verschiedenen Steuern auf 1, auf 3 hat er gesagt, ich reduziere es gleich auf 1, eine Steuer reduziert, wird jede Wahl gewinnen. Und ich habe noch 5 weitere solche Sprüche, die ich in einem weiteren speziellen Video auf den Punkt bringen werde. Wie kann man diese Euroweg-Datenbank politisch umsetzen? Und jetzt sehen Sie hier unten aktuelle Angebote und alle Teilnehmer. Kein Kontensystem hat bis heute einen E-Shop integriert. Wir haben das integriert. Weil wenn der Zins bei Null ist, was sind die Einkünfte oder das zukünftige Businessmodell der Banken?
Warentransfergebühren. Und das haben sie Gott sei Dank vergessen einzuführen rechtzeitig. Und das ist unser Trumpf in der Hand, den wir aber gerne mit Ihnen teilen. Wir bieten Ihnen gerne den Banken an. Ich tendiere natürlich auf Banken aus dem Osten von Europa Richtung Russland und habe diesen Banken das schon angeboten. Und wir sind auf einem guten Weg, das jetzt umzusetzen. Also, die Wirtschaftstheorie für gesättigte Märkte, die zwei Konten habe ich schon erwähnt. Dann hier den politischen Weg, dass wir demokratisch eine Mehrheit bekommen. Die Integrierung des E-Shops, das wären die wichtigsten Komponenten. Und natürlich kann man diese Software in alle Sprachen übersetzen. Man kann verschiedene Währungen hinterlegen. Verrechnen ist nichts anderes als Buchhaltung. Und das macht die BIZ in Basel zum Beispiel mit allen Banken, mit allen Währungen schon seit dem Zweiten Weltkrieg. Also das ist keine neue Erfindung. Was die Erfindung dann ist, ist die Kreditgeldschöpfung. Zu der kommen wir später. Wir haben durch diese Kreditgeldschöpfung, die auf dieser humanwirtschaftlichen Philosophie basiert, haben wir diese exklusive Alleinstellung weltweit. Bieten wir also jetzt den Banken an, und zwar auch südamerikanischen Banken oder europäischen Banken, englischen Banken. Mal schauen, wer sich darüber am schnellsten detailliert informiert. Ich kann Ihnen eines verraten natürlich, bis Sie das ganze Konzept verstehen, brauchen Sie mal mindestens einen Tag, ein Seminar, besser zwei Tage und nachher noch eine Woche zusätzliche Details. Und was haben Sie dann als Bank davon? Schauen Sie mal. Wir verrechnen jetzt beim Warenkredit. Also Sie als Bank haben bis jetzt von einem Kreditnehmer, dem Sie 1000 Euro geliehen haben, von den 10 Leuten, die diesen 1000er-Schein mit Ware zum Tausch ermöglicht haben, also ich gebe den 1000er weiter und kriege Ware, der Besitzer jetzt meines 1000ers, den ich von Ihnen als Bank geliehen habe, ich zahle Ihnen mal 6%, das sind 60 Euro. Aber Sie haben nichts davon, wenn sich dieser Tauschschein, und Geld ist ein Tauschhilfsmittel, wenn der sich 10, 20 Mal weiter bewegt. Also was machen Sie als Bank? Sie versuchen den 1000er so schnell wie möglich wieder auf Ihre Bank zurückzukriegen. Dafür haben Sie alle möglichen Versicherungen erfunden, Sparkässeli, und vor allem die Rentenzahlungen an den Staat, das hat es noch nie gegeben. Das heißt, seit dem Zweiten Weltkrieg ist der Staat der sogenannte Gehilfe des Bankensystems und kassiert wieder über Zwangssparmaßnahmen diese Gelder, die im Umlauf sind, und Sie kriegen es wieder auf die Bank. Und dann müssen Sie wieder einen Kreditnehmer suchen, und das ist ziemlich aufwendig. Wir von Euroweg, wir machen es so, wir verlangen für jeden Warentransfer eine Provision, hier noch 4%, wir können sie aber auf 3, 2 reduzieren, je nachdem auf welchem Level und auf welchen Summen sich diese Tauschbuchungen bewegen. Und Sie werden feststellen, wenn Sie hier von 10 Teilnehmern den Tausender, die den Tausender weitergeben, Sie kriegen nur vom ersten, der bei Ihnen den Kreditvertrag unterschrieben hat, die 60 Euro. Wir und Sie in Zukunft kriegen aber bei jedem Warentransfer die 40, die 40, die 40 von 1000 oder 4%. Bei 10 Mal, identisch wie hier, kriegen Sie hier 400 und hier haben Sie 60 gekriegt. Also die Frage erübrigt sich, welches System ist das lukrativere für das Bankensystem der Zukunft? Logischerweise das Warentransfergebührensystem. Ja? Aber Sie müssen an dem Warentransfer beteiligt sein mit Ihrer Software. Und diese Software heißt Euroweg. Und wir sind jetzt mit Banken dabei, diese Software auf so ein Weltniveau zu bringen, dass es also mit mehreren Sprachen, mit mehreren Währungen kein Problem gibt, wobei wir Euro als Währung privilegieren. Und WEG, darum nennen wir es Euroweg, das WEG sollte Welteinheitsgeld bedeuten. So. Und damit sind Sie auch also wesentlich rentabler als jede bis heutige Bank. Sie kriegen also das X-fache an Gebühren rein über dieses System. Und jetzt kommt's. Und damit werden Sie zum Partner einer gut gehenden Wirtschaft. Die Folie kommt gleich nachher. Nein, das ist ja. Schauen Sie. Trump macht ja Folgendes, er hat angefangen, Zölle einzuführen, also gegen China, gegen andere Länder wie den EU, der EU-Raum. Und das ist in der Marktsättigung absolut erforderlich. Schauen Sie,
wenn Sie wissen, dass das Zinssystem der natürliche Feind jeder gut gehenden Wirtschaft ist. Warum? Weil die Bank ja nur an Schuldner, die zu wenig Gewinne machen, Geld verkaufen kann. Also die Bank, die blaue Kurve, der Bank geht es extrem gut. Hier die Bank macht 200% Gewinn, wenn die Wirtschaft praktisch stillsteht, so wie jetzt. Die Banken können diesem Lockdown gelassen zuschauen. Die wissen, dass jetzt der Staat Garantien für die Kreditnehmer, die dann wieder anfangen wollen, ihre Wirtschaft und ihre Umsätze so hochzufahren, dass sie wieder gut läuft oder sehr gut läuft, und diesen mittleren Punkt zu suchen, wo alle ungefähr 20% Gewinn machen, das wäre zwar schön, aber das geht in gesättigten Märkten, ist das nicht mehr zu steuern. Und Sie sehen, wenn jetzt die Wirtschaft viel Gewinn machen würde, macht die Bank keinen Gewinn. Dann ist das unten 0-2%. Die Bank ist also immer der Gegner einer gut gehenden Wirtschaft. Und wenn wir jetzt dieses Warenkreditsystem auf Provisionen machen, dann werden diese zwei Kurven parallel. Dann ist das Bankensystem, das ich ja eben dann Euroweg Verrechnungszentrale nenne, parallel zum Anstieg der gut gehenden Wirtschaft. Dann haben beide das gleiche Business-Konzept. Das heißt, heute ist die Bank nicht interessiert, dass es der Wirtschaft gut geht. Ja? Und in Zukunft ist es eben so, dass sie genauso daran profitiert, wenn viel Umsatz, viel Warentransfer und immer schnell und nicht immer blockieren, wie das die Banken bis heute machen. Ja? Darum haben ja, damit diese Wirtschaftsgewinne relativ schnell nach unten gehen, haben die Banken schon vor Jahren den liberalisierten Welthandel propagiert. Sie, da, weil der liberalisierte Welthandel, wo jeder auf der ganzen Welt alles verkaufen kann, der reduziert die Gewinne der Unternehmer. Das ist ja logisch. Plötzlich kriege ich Konkurrenz auf meinem Gebiet, zum Beispiel die Textilindustrie, die hat plötzlich aus Südeuropa Konkurrenz bekommen. Aus der Türkei, aus Portugal, aus Spanien und so weiter. Mit dem Geld sogar finanziert von den Banken, denen wir das Spargeld hinterlassen haben. Aber wir, also blöder kann man nicht sein. Wir haben unsere eigene Konkurrenz über die Banken finanziert. Die Banken haben uns das natürlich nicht gesagt. Ja? Bankenkonform, absolut. Also zinsgeldkonform, muss man sagen. Ja? Und ich nehme an, dass der liebe Donald Trump und mein Humanwirtschaftsbuch, das hier liegt, einmal gelesen hat. Es haben andere Politiker es auch schon gelesen. Wenn ich im Parlament der Schweiz ab und zu erwähne, wer ich bin und was ich geschrieben habe, sagt jeder sofort, ja, Ihr Buch habe ich gelesen. Wir wissen nur noch nicht, wie wir es umsetzen sollen. Aber das kommt schon. Aber vielleicht werden wir es in unserer Lebensspanne nicht erreichen. Jetzt ist die Zeit gekommen, dass wir es umsetzen müssen. Schauen Sie, was ich hier noch, gerade im August waren die Zahlen veröffentlicht worden von Donald Trump. Der hat 1,8 Millionen neue Arbeitsplätze geschaffen. Warum? Weil er eben dieses Spiel durchschaut hat und den Welthandel wieder reduziert hat auf lokale Märkte. Er hat gesagt, wir machen mal ein paar Grenzen dicht. Amerika kann sich selber versorgen, die Industrie soll wieder selber produzieren, was sie alles nach Japan ausgelagert hat. Das gibt gigantisch viele neue Arbeitsplätze und damit hat er die Arbeitslosenraten wesentlich gesenkt. Wir sind ja in Europa bei etwa 25%, wenn man das richtig anschaut. Das war also nur möglich durch diesen, also was, wie war das leicht möglich und wie wird es weiterhin so möglich sein? Wenn wir jetzt noch zusätzlich einen gesetzlichen Gewinnschutz mit dem Klagerecht auf Preisdumping einfordern, politisch, wenn wir natürlich das Sagen haben, dann werden durch diese Importzölle auf Billigware uns die Preisdumping-Betreiber, die werden im Ausland blockiert. Das heißt, die dürfen ihre Ware nicht in unser Land importieren. Und das führt dann dazu, dass die Inlandproduktion wieder möglich ist, die heute eigentlich durch ausländische Billigkonkurrenz vernichtet wurde. Und das kann in jedem Land die Arbeitslosenzahlen total wieder in Ordnung bringen. So, das ist meine Lieblingsfolie. Humanwirtschaft als Philosophie auf einen Satz gebracht. Geldkredit wird ersetzt durch den Warenkredit. Der Warenkredit ist in der Buchhaltung die Güterkreisläufe von Kunde, Lieferant, Konto, dann an den Erlöskonten, also der Lieferant ist das Erlöskonto, der Einkäufer, Kunde, der ist der Kreditor, der also was kauft und eben ein Minus hat. Und diese Gütertransfers mit Post, Bahn, Spediteur, und dabei liegt immer die Rechnung, was die Ware gilt.
Und wenn man weiß, dass man nicht mehr Rechnung schreiben sollte, sondern Geltungsschein, weil wir Geld auch mit T schreiben, damit Sie verstehen, Sie waren schon immer Geldschöpfer. Ja? Aber das hat Ihnen die Bank, die den Schattenkreislauf betreibt mit Geldkonten, aktiven, passiven. Ein Banker hat mir mal gesagt, das sei ja nur eine provisorische Buchhaltung. Dann wusste ich sofort, ich bin auf dem richtigen Weg. Also, wir können durch den Warenkredit diese Konten vernetzen, Aufwand- und Ertragskonten werden vernetzt, dann werden diese provisorischen Buchhaltungskonten eigentlich überflüssig. Ja? Das Bankensystem nach dem alten Schuldgeldsystem hat seine Schuldigkeit getan, es kann abtreten, es ist überholt technisch, es ist internettechnisch überholt. Wir haben auch Kontensysteme jetzt nachgebaut, wie das Banken eben so haben, und dieses Kontensystem ist einfach heute in Realtime vorhanden. Dann hat mir ein Banker mal selber gesagt, dass unsere Software, die wir als Euroweg bezeichnen und auch elektronischen Wechsel nennen, dass wir auch den physischen Wechsel machen können. Und jetzt schauen Sie mal hier, wir betrachten das Recht auf Bargeld als Menschenrecht, und Euroweg kann auf diese Guthabenkonten, wenn Sie also im virtuellen Konto ein Guthaben haben, dann machen wir jetzt mal für den Anfang eine Möglichkeit, dass Sie 30% von 30.000, 10.000 als Papierwechsel bestellen können. Auf dem Papierwechsel steht unten noch Ihr Name, also Ihre Kontonummer, Ihr Name, ein Ausstellungsdatum und ein Fälligkeitsdatum. Und als Fälligkeitsdatum haben wir 2 Jahre mal in Erwägung gezogen, dass dieses Papiergeld erst nach 2 Jahren, also von A nach B nach C und so weiter, weiter transferiert werden kann wie eine Banknote. Und ich habe Ihnen hier hingeschrieben, Sie können dann das bei uns bestellen in 10er-Noten, 20er, 50er, 100er, 500er, 1000er. Genau wie Bargeld, wie das Geld der Banken. Also wenn es die Banken nicht mehr gibt, und die kann es nicht mehr geben lange, vielleicht schon diesen Herbst, also in den nächsten 2, 3 Monaten wird sich da einiges tun. Und wenn am WEF beschlossen wird, das System sowieso runterzufahren und mit dem Schuldenschnitt, dann werden wir nicht so blöd sein und mit dem alten System nochmals zu beginnen. Dann haben wir im Prinzip 3 Konten als Alternative, das Bargeldkonto, das nennt sich dann Wechsel, Papiergeld, das elektronische Euroweg-Konto mit Warenkredit, wie ich Ihnen vorher gezeigt habe, und noch das alte Bankengeld, das Sie heute transferieren können auf Ihr zweites Konto, das ist hier dieses Konto dargestellt. Und wenn Sie von Ihrer Bank 6.000 hier draufzahlen und es weiter transferieren können, natürlich elektronisch wie bei Ihrem jetzigen Bankkonto, dann können Sie auch hier 30% in Papierscheine ausdrucken lassen, das Gleiche. Und wir machen 2 verschiedene, weil das ist ein virtuelles Konto, das Sie mit Guthaben aufgefüllt haben durch einen Warentransfer. Also Sie haben jemandem Ware geliefert, der Ihnen 30.000 Euro weg überwiesen hat. Aber hier können Sie auch sagen, das war zum Beispiel eine Lieferung aufgesplittet in 5%, also 5% von 30.000 sind noch 6.000. Da hat er noch 6.000 Bargeld geliefert, und das können Sie auch in Wechsel haben. Dann haben Sie 10.000 plus 2 sind 12.000 Papiergeld verfügbar, das Sie sofort ausgeben können. Und auch die Kontotransfers können Sie sofort verwenden als Einnahmen. Und mit der Sicherheit, und jetzt kommt, solange es die Banken noch gibt oder wenn es noch eine Notenbank gibt, per Gesetz muss heute jede Bank einen Wechsel, einen unterschriebenen Eigenwechsel, wie Bargeld betrachten. Und wenn Sie als Kunde, als Lieferant, Entschuldigung, vom Kunden einen Wechsel annehmen, dann ist der gesetzlich wie Bargeld zu bezeichnen. Das heißt, das, was die Staaten heute noch als Landeswährung bezeichnen, das Bargeld, das wird immer auch als Wechsel akzeptiert. Wechsel und Bargeld sind das Gleiche. Sie sehen, weil Papiergeld ja im anonymen Umlauf für uns ein Menschenrecht ist, das wir als freiheitliche Gesellschaft immer wieder haben wollen, dann sind wir, obwohl wir jetzt computerisierte Transfersysteme für Waren haben, die natürlich Bargeld theoretisch überflüssig machen, haben wir doch die Möglichkeit, Ihnen jederzeit Ihr Menschenrecht auf Bargeld, sprich anonymes Zahlungsmittel, zu gewähren. So, und jetzt kommt's. Was macht eine Bank eigentlich, wenn sie nicht weiß, wie viel Geld das die Menschheit braucht?
Es ist sehr schwierig für eine Bank oder für die Nationalbank, ich habe das immer so erwähnt, wann oder wenn morgen in Zürich alle Bestellungen auf dem Tisch liegen, dann müsste doch mit diesen Bestellungen und den Konten, die dahinter liegen, wenn nicht alle ein Plus auf dem Konto haben, dann sind die, die auf Kreditbasis einkaufen, eigentlich ein Geldschöpfer. Ein Minuskonto heißt immer, es muss neues Geld, und zwar Warenkreditgeld, geschöpft werden. Und das können die Banken heute nicht wissen. Die haben keine Ahnung, ihre sogenannte Aufgabe zu erfüllen, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, die richtige Geldmenge zur Verfügung zu stellen. Das war immer eigentlich der Auftrag an die Nationalbanken, aber haben sie nie erfüllt. Sie haben immer so Ausreden gehabt, ja, wir müssen nur Preisstabilität garantieren, und dann ist immer gut, wenn es zu wenig Geld gibt. Das ist so primitiv, also das ist so dumm einfältig, dass ich schon lachen muss, dass sich die Banken mit so einem Schmäh überhaupt noch toll gefühlt haben, sie hätten einen wichtigen Job gemacht. Also eine Bank der Zukunft, die wir jetzt hier anbieten, die Software dazu, die weiß zu jeder Stunde und zu jeder Minute, wie viel Geld eine Ökonomie an einem Ort XY braucht. Jedes Dorf wissen wir, weil die Konten, die in diesem Postleitzahlkreis für die Bestellungen nicht den Kredit schon freigeschaltet haben, da muss der Wegbegleiter, den wir nachher noch erwähnen, also der hier mit im Spiel eine entscheidende Rolle spielt. Jede 100 Kontengruppen hat einen Wegbegleiter, und dieser Wegbegleiter muss sofort organisiert werden, um das Kontolimit, das Buchen von Minussalden freizuschalten. Er ist nur noch der Befehlsempfänger der Menschen, die sagen, ich will ja liefern, ich kann liefern, ich habe die Ware, der Kunde muss doch freigeschaltet werden, um die Ware zu kaufen. Mich interessiert nicht, ob der Plus oder Minus auf dem Bankkonto hat. Ja, es sind ja nur noch Warenkonten. So, und wenn man jetzt anschauen will, dass diese 80 Millionen Menschen, die jedes Jahr zusätzlich auf diesem Planeten inkarnieren, und irgendwann sind die nach 20 Jahren eben 20 Jahre alt, so, dann sehen wir, dass wenn wir sagen, die Menschen haben ein Anrecht auf mindestens nicht 1 Dollar, 2 Dollar, sondern 5, 10, 15 Dollar, ich habe hier eine Mischung gemacht, von den ersten 5 Jahren machen wir 7 Dollar, die zweiten 5 Jahre machen wir 10, dann 15, dann 20 Dollar, dann können wir ausrechnen, wie viel Geld in 5 Jahren eine Bank, die das Euroweg-System betreibt, Geld in Umlauf geben muss. Das sind also Millionen, da sind wir also bei 584 Milliarden. Ja? Und wenn die EZB sowas in Umlauf bringen würde, würde jeder sagen, ja, wer steht gerade für diese Summe? Hier stehen die Leute, die das bekommen, gerade mit ihrer Gegenleistung. Also wir wissen genau, ich habe hier mehrere Folien gemacht, um auszurechnen, wie viel Geld eine Menschheit braucht. Ja, hier habe ich also mal die 4 Euro für die 0- bis 5-Jährigen angenommen auf 365 Tage. Und dann weiß man, dass man jedes Jahr diesen Menschen, diesen 0- bis 5-Jährigen, 1460 Warenkredit einräumen muss. Und das macht dann auf 80 Millionen Neugeborene eben diese Summe in 5 Jahren, die Sie hier sehen. Ja, können Sie selber nachlesen. Nach dem 6. Jahr gibt es eine größere Summe. So, zurück, warum ich auch erwähnt habe, wir präferieren Partner in Osteuropa, in Russland. Ja? Sie sehen hier die zwei Fahnen, das alte Deutsche Reich sollte wieder kreiert werden. Man spricht ja zurzeit von einem Yalta II-Abkommen, das demnächst mit Putin, Trump, Xi, der EU und so weiter abgeschlossen werden sollte. Und man weiß noch nicht genau, wer der Repräsentant von Deutschland ist. Ich habe mal hier eine Tasse besorgt von einem Hohenzollern. Auf den Herrn trinke ich mal Kristallwasser, aber es gibt auch noch andere Adelige, die legalisiert sind, diesen Yalta-Vertrag zu unterschreiben. Ich weiß von einem, der dort eingeladen ist, der sich schon sehr intensiv mit diesem humanwirtschaftlichen Gebilde beschäftigt und für den ich auch diesen Video gerne mache, damit er weiß, die Deutschen sind sehr interessiert mit Russland, und zwar die deutsche Industrie ist interessiert, mit Russland ins Geschäft zu kommen, das Know-how, die Überschussprodukte dahin zu liefern. Es wird bald keine Blockaden da mehr geben, weil ich sehe, dass nach der Trump-Wahl jetzt im November
dass sich da einige Blockaden beseitigen lassen. Und dann kann sich das alte Deutsche Reich wieder installieren und alle diese europäischen Kontinente werden in einem passenden Binnenmarkt zusammengeführt mit Euroweg. Und daraus ist dann ein Wohlstand problemlos für alle in Ausgewogenheit und größter Chancengleichheit möglich, weil wir Rohstoffe aus Russland beziehen können und die Ware nicht mehr an Griechenland oder sonst welche Länder verschenken müssen, weil die ja kein Geld haben, sondern wir machen Euroweg in erster Linie mit Russland. Wir geben diesem russischen Volk die Chance, die Möglichkeit. Jeder eröffnet ein Euroweg-Konto, natürlich auch jedes Unternehmen in Deutschland, Schweiz, Österreich, Italien genauso, Frankreich ist herzlich auch dazu eingeladen und natürlich alle europäischen Staaten, dass wir mit Euroweg den Osten Russlands, also Russland und die Ostländer der EU, das war jetzt eines zu früh, dass wir diese Länder mit unserer Exportware eindecken können, damit sie sich entwickeln können. Und wir haben genügend Zeit, weil durch das, dass der Zins ja auf Null ist, ist die Stresssituation, ich muss sofort was liefern oder ich muss sofort Geld verlangen, der Stress ist weg. Weil bei Nullzins läuft uns die Zeit nicht mehr davon. Das heißt, früher war immer der Schuldner pro Tag ärmer geworden und der Gläubiger pro Tag durch den Zins reicher. Bei Nullzins haben wir diese Zeit, den Zeitstress egalisiert und stillgelegt. So. Also der Exportzwang und das Streben dabei, Exportweltmeister werden zu wollen, der stammt aus der Zeit des Merkantilismus, und zwar aus dem 16. bis 18. Jahrhundert, als man nur so an Golddukaten des Auslandes herankam, um die Geldmenge im Inland zu erhöhen. Der heute praktizierte Neomerkantilismus ist mit Euroweg endgültig vorbei. Was will ich damit sagen? Wir verwenden immer noch Systeme und dieses Exportweltmeister werden zu wollen, das ist 300 Jahre alt, dieses Denken. Das kam aus dem physischen Goldbedarf. Das heißt, nicht jedes Land hatte hatte Goldbergwerke, um genügend Goldmünzen zu machen. Also mit solchen altertümlichen, überholten Konstrukten im Finanzbereich muss man aufhören. Es gibt übrigens viele gute Witze, die man so zusammenfassen kann. Alle anderen Branchen von Medizin, na Medizin ist auch noch so ein Spezialfall, aber viele technische Branchen haben ihre Hausaufgaben gemacht und haben sich jährlich entwickelt. Ich war ja 1981 mal der erste PC-Besitzer in der Schweiz, selber gebaut von der Universität in München, hat 25.000 Euro gekostet, Franken damals. Ich habe alle diese Entwicklungsschritte mitgemacht, auch in der Technik. Ich weiß, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Was sich nie geändert hat, ist das Geldsystem. Das Geldsystem ist so steinalt wie hier dieser Merkantilismus, 16. Jahrhundert, als man Banknoten erfunden hat. Wir können also sagen, mit dem Deutschen Reich, das muss nicht in diesen alten Grenzen sein, man sagt, wer diese Grenzen wiederherstellen will, der öffnet die Büchse der Pandora. Wissen Sie, in Euroweg, wo sich jede regionale Gruppe autonom entwickeln kann, braucht es keine großen Nationalstaaten mehr. Das ist schon vorbei. Also man kann sich zu einem... Die EU hat schon seine Berechtigung mit einem Wirtschaftsraum und der kann jetzt nach Osteuropa als Einheit, wie ich es hier blau dargestellt habe, natürlich mit Nordeuropa, mit Südosteuropa, in einem Währungssystem, den wir immer noch den Euro privilegieren, der hat immer noch seine Existenzberechtigung, mit Euroweg meinen wir, der physische Euro wird mal weggehen und der reine Verrechnungseuro, der muss bleiben und der wird bleiben, auch ob es einen Euro-Crash gibt. Die Preislisten und die E-Shops, die die Unternehmer im Euroraum alle jetzt gemacht haben, die können Sie so lassen. Machen Sie keine Sorgen, dass Sie nachher jede Preisliste und jeden E-Shop ändern müssen. Wir können mit Euroweg garantieren, alte Preislisten, alte Banksalden, alles ist transferierbar auf das Euroweg-System. Zum Beispiel, mich wurde gefragt, ja, was ist denn mit den großen Vermögen der superreichen Europäer? Die können 1:1 in Euroweg gebucht werden. Ja? Und damit haben sie gar keine Verlustängste, sie brauchen sich um keine Crash-Probleme Sorgen zu machen. Wie bringe ich jetzt mein Geld in Sicherheit? Soll ich Gold kaufen? Lassen Sie es auf der Bank, sichern Sie alle 3-4 Tage Ihren Saldo und dann, sobald es irgendwie was Kritisches geben sollte oder wir jetzt mit den
russischen Banken oder osteuropäischen Banken diese Software, die jetzt im Internet als mal Sammelbewegung, als Netzwerk existiert, die Euroweg, also unter www.euroweg.net können sich alle Firmen und alle Privaten jetzt ein Konto eröffnen, sich dort mal 100, wir schenken jedem 100 Euro und erwarten, dass sie auch 120 Euro Cash einzahlen von ihrem Bankkonto, damit sie das mal wenigstens einmal gemacht haben. Sie können auch bei uns Kristallwasser kaufen, die steht hier auf dem Tisch, die Flasche. Wir produzieren selber noch dieses tolle Wasser, auch zur Vernetzung. Und dann sind Sie mit einem Bein auf der neuen Schiene. Und wenn das alte System zusammenbricht, erst dann kann es ja zusammenbrechen. Dann wissen Sie, wohin es zusammenbrechen kann. Ja? Es gibt eine Alternative. Man sagt immer, das Titanic-Syndrom. Wissen Sie, was das Titanic-Syndrom war? Solange in der Zeitung geschrieben stand, die Titanic ist unsinkbar. Und das Gleiche macht man heute mit dem Euro. Er ist unsinkbar. Alle reden zwar vom Crash, aber in der Zeitung steht noch nichts davon. Solange glauben die Leute, dass er unsinkbar ist. Aber sobald man mal in der Realität schaut, ach, es gibt ja eine Alternative, dann lässt man den Kran untergehen und plötzlich steht in der Zeitung, der Euro als physisches Tauschgeld ist schnell von gestern, wir haben jetzt Euroweg. Ja, und dann haben wir gewonnen und dann haben wir auch den politischen Weg schon so weit beschritten, dass wir wissen, welche Gesetze dort geändert werden müssen, wie zum Beispiel Steuern sind in Landeswährung zu bezahlen. Ganz ein einfacher Zusatz, Steuern sind in Landeswährung und Leistungswerte zu bezahlen. Ja, wenn wir das machen, dann ist das wie vor 100 Jahren, wo Sie die Ware als Zehnten von Ihrem Produkt, wenn Sie einen Wald hatten, haben Sie 10% Ihrer Baumstämme nicht auf dem Markt verkauft, sondern dem Staat geliefert. Damit haben Sie Ihre Steuern bezahlt. Also der Zehnte Ihrer Leistung war früher die Steuer und das kommt wieder. Wir werden nämlich die Steuern, die Mehrwertsteuer, die das einzige Steuersystem sein wird in Euroweg, werden wir auf 12 bis maximal 15% noch haben, ohne Vorsteuer und dann erledigen sich alle anderen Steuern. Und wenn wir keine Vorsteuerabzüge mehr zulassen, ist das größte Betrugspotenzial bei Steuerbetrug ist eliminiert. Zusätzlich werden ja 5% Steuern nie gezahlt und 5% noch unterschlagen. Und das ist im Euroweg alles erledigt, weil bei jedem Warentransfer von mir aus sogar von Europa nach Russland sind diese Mehrwertsteuer in der Buchhaltung automatisiert integriert. Das heißt, wenn eine Ware verrechnet wird, ist automatisch die 12% Mehrwertsteuer schon abgezogen und dem Staatskonto gut gebucht. Also einfacher geht es nicht mehr. Und dann sehen Sie auch, dass man extrem viel Wasserkopf, sage ich jetzt mal, in der Regierung, was Steuerämter sind, sich sparen kann. So, und damit das alles umsetzbar ist, brauchen wir jetzt mal zuerst mal 100.000 Leute, die diese Konten jetzt schon, wir haben hier eine etwas veraltete Software, macht nichts. Meine Programmierfirma, die hat mal schon sechsstellige Summen, also über eine halbe Million erhalten, das war 2005. Die hat mir gesagt, wenn man das marktkonform bezahlen müsste, sind 3 Millionen, 4 Millionen das Mindeste. Also die haben wir im Moment nicht, um diese Software zu aktualisieren, aber jede Bank, für die ist das ein Klacks. Also Banken geben 10, 20, 50 Millionen aus, um eine aktuelle Software zu haben für die Zeit, die jetzt auf sie zukommt. Ja? Also da haben sie wirklich mit wenig Geld die 60-Mann-Softwarefirma, die ist vorhanden, die das programmiert hat, ja? Was sie heute unter euroweg.net schon eröffnen können. Schauen Sie sich das Kontosystem an, zahlen Sie 120 Euro mal ein, dann wissen Sie, wie wir verbunden sind von Ihrer Bank auf unsere Bank auf Ihr Euroweg-Konto. Das sind zwei Ecken, ja? Bank zu Bank und Bank zu Euroweg. Und das übrigens, das Cash-Konto kann auch wieder zurück überwiesen werden auf Ihre Bank, sollte es die Bank noch lange geben. Ja? Und jetzt kommt das Entscheidende, all die Banker, die es dann theoretisch nicht mehr braucht, ja, die können wir zu Wegbegleiter umbilden. Also wir bilden sie, ich denke, dass wir ungefähr 2 bis 3 Wochen Seminare geben müssen, um hier habe ich mal aufgeschrieben, ich habe vorher kurz erwähnt, ich brauche immer pro 100 Konten einen Wegbegleiter. Sie werden sehen, da oben steht ganz klein das 33.000-Mann-Team. Da sagen Sie jetzt natürlich nichts, aber diese Folie habe ich mal vor 15 Jahren gemacht, als wir mit der Software gestartet sind, 2005, da habe ich angenommen,
10% vom Bruttosozialprodukt können wir über die Software abdecken. Ja? Aber wenn wir 100% abdecken können, weil Banken dabei sind, weil die Regierung dabei sind, weil die Gesetze angepasst sind, wissen wir alles, wie das geht, dann müssen wir hier 330.000 Mitarbeiter haben, nur für Schweiz, Deutschland, Österreich. Ja? Also wenn die anderen Länder noch dazu sind, da können wir ein Heer von 1 Million Ex-Banker umschulen in Euroweg-Theorien, in Wirtschaften, in gesättigten Märkten. Sie müssen sämtliche Hochschulbücher wegschmeißen, die aus dem Kapitalismus oder Kommunismus stammen. Sie müssen diese Humanwirtschaftsbücher als Grundlage der zukünftigen Wirtschaftstheorien und Universitäten. Ist alles vorbereitet. Und übrigens noch etwas ist vorbereitet. Um das auf der politischen Ebene umzusetzen, brauchen wir eine neue Verfassung. Ja, und da Deutschland ja keine hat, ist Deutschland jetzt prädestiniert, mit uns zusammen gleich Experimentierland zu werden, nebst der Schweiz. Die Schweiz hat schon eine gute Verfassung. Ich habe nämlich die Schweizer Bundesverfassung kopiert und mit Euroweg durchzogen. Das heißt, alle neuen wichtigen Bestandteile, die es braucht, habe ich in die Schweizer Bundesverfassung integriert und daraus die deutsche gemacht. Und damit haben Sie das, was in Ihrem Grundgesetz steht, sobald sich das deutsche Volk unter neuer Fahne, kann man sagen, Deutsches Reich oder neuen alten Adeligen, die Friedensverträge, die noch offen stehen, die eben in Jalta II dann besprochen und eigentlich auf dem Tisch liegen sollten, wenn die unterschrieben werden, dann haben sie gleichzeitig die neue Wirtschaftstheorie, sie haben eine neue Verfassung, sie haben eine Bankensoftware für die Zukunft, sie haben einen Markt, Russland, Europa, ja. Sie können auch den Amerikanern, den Chinesen, können Sie dieses System anbieten. Vielleicht brauchen die ein Jahr und gucken zuerst bei uns zu, wie das läuft. Sie werden sich wundern, es wird das passieren, was in Japan vor 30 Jahren passiert ist oder 40 Jahren. Die Japaner haben mit dem deutschen Genossenschaftsgesetz, nein, das sind über 80 Jahre zurück, ja, vor dem Zweiten Weltkrieg ihren Bauernstaat mit der Genossenschaftsgrundlage Deutschland, damals Deutsches Reich, haben die sich innerhalb von 20 Jahren vom armseligen Bauernstaat zum modernsten Industriestaat hochentwickelt. Und das kann Russland genauso. Innerhalb von 20 Jahren ist Russland Japan 2. Wir wissen, was es braucht. Ich bin immer ein bisschen mathematisch und businessplanmäßig unterwegs und weiß, so kann es gehen und so sind die Zahlen. Und dann sind wir bald im goldenen Zeitalter angekommen. So. Also, liebe Oststaatenbanken, Sie haben hier die einmalige Chance, Ihren Traum vom Wohlstand für alle, goldenes Zeitalter, zu realisieren. Das Genossenschaftsgesetz ist auch für Sie okay. Und wir können mit diesem Gesetz und mit der Euroweg-Software, können wir also eine neue Welt aufbauen. Wir sind also in der Lage. Wir haben Videos, wir haben Möglichkeiten, wir brauchen jetzt nur noch einen Fernsehsender, den habe ich auch schon vorbereitet. Es gibt Privatsender in der Schweiz, die haben, glaube ich, 25 Millionen Haushalte erreichen. Man muss das nur rechtzeitig mal kommunizieren über die alternativen Medien. Und alternative Medien, da gibt es solche, die haben 100.000 Abonnenten, solche, die haben 500.000 Abonnenten. Dann gibt es Blogger, die haben Likes und Klicks von Millionen, indem sie irgendwie einen Schmäh oder einen lustigen Hype den Kunden empfehlen. Wenn diese das mal gesehen haben oder auch sich ein Konto eröffnet haben, mal den Test mit uns gemacht haben, ja, dann können sie das ihren Bloggern, ihren Abonnenten empfehlen. Dann haben wir 100.000 Euroweg-Konten im Nu eröffnet, die im Moment nur Standby-Funktion haben, damit wir diesen Partnerbanken, mit denen wir jetzt die Software, wie gesagt, wir brauchen 3-4 Millionen, um das neu zu installieren. Rechnen Sie selber, wenn wir 100.000 Konten haben, jeder zahlt 120 Euro ein, das macht schon diese 4 Millionen aus, ein bisschen mehr. Und dann können wir die Software auch für die Banken neu entwickeln, die Leute sind da, die das kennen. Das sind ein paar Genies gewesen, die in der Softwarebranche heute Rang und Namen haben, die sind noch geheim. Aber die werden, sobald wir den politischen Weg erfolgreich gegangen sind, den wir jetzt in Deutschland mit dem Kombinieren von mehreren Kleinparteien, haben wir jetzt also diese Partei
Grundlage geschaffen. Wir haben auch einen Wahlkampfbus, den habe ich in einem anderen Video mal kurz gezeigt. Wir gehen mit dieser Botschaft auch an alle Demos jetzt, ja, und werden in diesen Demos den Leuten, also wir waren auch in Berlin, also dort haben wir leider noch keine Bühne gehabt, um diese Botschaft zu kommunizieren, da waren mindestens 1 Million, wenn nicht 1,5 bis 2 Millionen. Wenn die Leute das mal gehört haben, dass sie eigentlich alles gratis geschenkt bekommen könnten, eine neue Welt, eine Zukunft, neue Arbeitsplätze, die Banker brauchen sich keine Sorgen machen, was kommt danach? Die Banker haben mir schon vor 4 Jahren gesagt, wissen Sie, in 3 Jahren gibt es uns alle so nicht mehr. Das ist ein Satz von Bankern. Ja? Die 3 Jahre sind schon lange rum, seit einem Jahr. Ja? Also die können zwar, und ich sage auch immer, wer mal gelernt hat, Geld am Computer zu machen, ja, der geht nie pleite. Der macht sich am Computer, eine Bank braucht nie Konkurs anmelden, die kann am Computer ihre Geldmenge jederzeit erhöhen und wieder eine Situation bereinigen, die normalerweise zum Konkurs führen würde. Ja? Das können die alles verschleppen. Ja? Aber wie lange wollen wir diesem Trauerspiel noch zuschauen? Ich nenne es so, wenn man diese Alternative kennt, dann kann man dem jetzigen System den Stecker ziehen, weil wir die Alternative haben. Aber wir müssen die parteipolitische Ebene gehen können. Wir müssen wissen, wen wir in Deutschland zum Bundeskanzler machen können. Der Mann steht bereit. Das ist eine bekannte Persönlichkeit, die ganz auf unserer Linie lebt, weil wir für diese Eurowag-Software auch einen spirituellen Aspekt integrieren. Ich habe Ihnen vorher erzählt, wir sind zeitlos. Wann ist man zeitlos? Wenn man weiß, dass man nicht nur Materie ist, sondern Geist. Wenn man als Geistwesen sich sieht, dann hat man kein Problem mehr mit Geburt, Tod, Geburt, Tod, Geburt, Tod. Ja. Und unsere Software hat kein Ausbuchungsproblem von Konten, die mit irgendeiner größeren Summe im Minus stehen und der entsprechende Kontoinhaber ist nicht mehr am Leben. Also ich habe das ja, und das würden die Banken sich wundern, dass wir daran gedacht haben, wir haben eine Konkursversicherung integriert. Und mit dieser Konkursversicherung können wir die Mathematik dieses Systems garantieren, es funktioniert. Wenn Sie noch Fragen haben, rufen Sie mich an. Wir haben also, nebst dem, dass wir für die Banker ein Ausbildungsprogramm vorbereitet haben, wir haben Kapitalsammelmöglichkeiten, nur kleine Summen. Wir wollen nur klein, 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 klein. 120 Euro oder wenn Sie mal noch 500 Euro übrig haben, aber dann, das reicht schon. Ja? Zahlen Sie auf Ihr Konto das ein, wir verdoppeln diese Summe. Wie das geht, das muss man zuerst mal als Banker kapiert haben. Da wir sowieso Bankersoftware machen, haben wir das natürlich durchschaut, das Spiel. Wie die Banken unsere Einzahlungen verdoppelt, nämlich einmal haben sie es auf dem Konto und die Bank hat es in der Kasse. Habe ich Ihnen schon ein großes Geheimnis verraten. Und mit dieser Verdoppelung dieses Bargeldes, das Sie von Bank zu unserer Bank transferieren, können wir die neue Zukunft finanzieren, politisch absichern, diese Parteien finanzieren, die in einem Jahr 2021 am deutschen Wahlkampf teilnehmen, ja, in jedem Bundesland, überall. Wir rufen sämtliche Kleinparteien auf, uns zu unterstützen, respektive sich auf die Humanwirtschaft zu berufen, weil sie sagen, wir haben zwar als Tierschutzpartei oder sonst irgendwelche Partei, die irgendeinen Fokus hat, noch nie uns überlegt, mit welchem Wirtschaftsprogramm wir eigentlich die Politik unterlegen wollen. Und Geld ist immer die Einigungsgrundlage. Erst wenn Sie die Einigungsgrundlage von Humanwirtschaft und Euroweg mit integrieren in Ihren Wahlkampf, dann haben Sie die Grundlage geschaffen, dass sich alle vereinen mit einer Einigungsgrundlage. Und diese Einigungsgrundlage ist jetzt vorhanden. Also ich wünsche Ihnen einen tollen Wahlkampf, viel Erfolg und freue mich auf einen regen Zuspruch. Anmelden, Euroweg, Sie kriegen dort sowieso die E-Mail-Adresse von mir, können sich bei mir melden. Hier sehen Sie nochmals auch die Systemwechsel-TV-Webseite. Auf der Systemwechsel.net tue ich immer die PowerPoint-Präsentationen nochmals als PDF hinterlegen, damit Sie sich das in Ruhe anschauen können. Und Euroweg.net, das ist die Zukunft für uns alle. Vielen Dank. Bis bald.